Kürzlich sah ich ein Video, welches im Zuge der Bauernproteste aufgenommen worden ist. Möchte jetzt da weniger wieder auf die Inhalte, auf meine Sichtweise zu dem Ganzen Bezug nehmen. Hab schon ein Video dazu gemacht und dann vielmehr auf die Aufmachung drauf eingehen und halt auch wie die Kinder da involviert sind und was ich halt da verbessern könnte. Dann schauen wir uns ganz kurz das Video an. Dürfte auf den ersten Blick für einige Leute überhaupt gar kein Problem sein. Die Kinder, die demonstrieren ja mit, finden wir gut. Änderungen in diesem Land kann man dem Aspekt natürlich auch so betrachten. Der Grund, warum ich jetzt diese Aktion weniger erfreulich finde, ist einfach aus der Tatsache, weil ich mich frage, ob denn die Kinder wirklich über die ganze Thematik denn aufgeklärt worden sind oder dass man einfach gesagt hat, gut, wir haben jetzt diese Traktoren, wir schreiben da was auf die Schilder, ob das jetzt die Kinder bewusst selbst da drauf geschrieben haben oder ob es jetzt zum Beispiel die Erzieher, die Eltern, die Großeltern da drauf geschrieben haben, weil es halt jetzt gerade diese Proteste ist und man möchte halt die Kinder mit dazu bewegen, dass sie da Unterstützung leisten. Wurden jetzt die Kinder neutral aufgeklärt, ohne dass man jetzt hier polarisierend wirkt, irgendwie Aktionen aus der eigenen Not heraus den Kindern noch mitbringt oder irgendwelche Konflikte, die jetzt vielleicht mit der Thematik nichts zu tun haben, da auch noch mit einfließen lässt, sondern einfach die Hintergründe neutral erklärt und das hat über Jahre und Jahrzehnte. Also das heißt, warum protestieren die Bauern? Wie ist es dazu gekommen? Wofür bekommen sie die Subventionen? Wie lange gibt es denn die Subventionen? Sind sie sinnvoll? Was hat denn die vorherige Regierung alles gemacht für Sachen, die halt jetzt zu diesem Standpunkt führen? Was hat die Ampel jetzt gemacht? Wie könnte man das jetzt ändern? Und auch, wenn man noch weiter tiefer in die Thematik geht, wie schaut denn das Ganze mit der EU aus? Was passiert, wenn man jetzt den Bauern die Subventionen entfernt? Wie konkurrenzfähig sind sie gegenüber der EU? Ist das vielleicht da sinnvoll? Manche fordern ja auch, dass man weg von den Subventionen kommt und dass die Bauern so von ihrer Arbeit schauen müssen, wie sie halt um die Runden kommen. Da hat man auch aufgeklärt, wenn man solche Sprüche liest, okay, wenn es dann bei uns keine Bauern gibt, dann wird das Essen aus dem Ausland importiert. Da kann man sich auch mal die Frage stellen, okay, wie schaut es denn momentan aus? Viele Sachen werden ja importiert. Wie schaut es denn mit dem Preisdruck von den Märkten aus? Diese Situation ist ja nicht seit kurzem. Es ist halt mal seit Jahren, Jahrzehnten auch, dass der Bauer zum Teil von seinen Sachen nicht leben kann. Dass er dann noch die Erwartung von sehr vielen Verbrauchern, die ja natürlich auch das alles billig haben wollen. Andere kritisieren zum die Anbaumethoden, die natürlich auch weitreichende Folgen für unsere Zukunft auch haben, beziehungsweise auch die Lebensgrundlage, den ausgelaugten Böden, die Grundwasserverschmutzung und alles mögliche, Einsatz von Pestiziden, alles nicht so wunderbar. Hier das ganz andere Problem mit den steigenden Preisen, die Inflation, die steigenden Energiepreise, hat man hier das Geldsystem auch mit angesprochen. Also da merkt man, wenn man halt hier jetzt tiefgründiger die Fragen stellt, wie zum Beispiel ein Detektiv oder die Polizei, dass man dann hier einfach schaut, okay, neutral diese Informationen ausbringen, wo kommen wir denn eigentlich auch überall hin, wie können wir dann auf diesen Grundlagen eine Lösung finden. Und dann im Anschluss natürlich fragen, wie sehen denn die Kinder das Ganze? Welche Sichtweise haben die? Unterstützen sie jetzt den Protest oder sagen sie, nee, interessiert mich nicht oder ich bin dagegen, ich möchte einfach nur mit dem Traktor fahren. Dass man das halt auch mit einbezieht und auch diese Sichtweise von den Kindern auch respektiert. Weil so wie es für mich jetzt so ein bisschen drüber kommt, dass man halt die Kids auf die Traktoren gesetzt hat, okay, an der frischen Luft, denen die Plakate so hingemacht hat und dann finden alle super, finden toll. Natürlich auf der anderen Seite habe ich mir die Facebook-Kommentare auch gegenteilige gesehen, die halt gesagt haben, dass halt die Kinder instrumentalisiert werden. Die bekommen dann positive Resonanz, ja, Belohnung, fühlen sich dann wunderbar, fühlen sich gut, weil sie halt dann das gemacht haben, was halt jetzt zum Beispiel die Erzieher machen wollten, ihre Bezugsperson, ihre Eltern, ihre Freunde und deswegen machen sie das und nicht einfach aus dem inhaltlichen Aspekt. Stellen wir uns doch einfach mal vor, dass jetzt da keine Schilder in Bezug zu den Bauernprotesten gewesen wären, die jetzt dafür sprechen, sondern vielleicht auch die dagegen sprechen oder da einfach draufsteht, dass sie halt für LGBTQ+, oder wie man das ausspricht, auch dafür sind, für die Frühsexualisierung oder dass ja kleine Anspielung zur Pandemie, dass da draufsteht, dass sie es gut finden, wenn sich alle Menschen impfen lassen sollen und wenn es auch mit Zwang ist, kann man auch gegenteilig machen, eine Zwangsimpfung Faschismus ist oder dass dann Leute sagen, die Impfung ist Gift, dass man dann in die Richtung geht. Wie würdet ihr euch da fühlen?
Vielleicht würdet ihr bei allen Punkten sagen, ja, finde ich gut. Und bei den anderen Punkten rupft ihr euch die Haare und sagt, das kann man doch nicht einfach so stehen lassen. Du dumme Sau doch! Im einen Punkt bekommt man noch Applaus, wird bejubelt. Vielleicht kann man das noch irgendwie wirtschaftlich umsetzen. Wenn man zum Beispiel sowas wie einen YouTube-Kanal hat, bekommt man vielleicht noch Spenden, weil die Leute es gut finden, was man da macht. Auch genau mit der Sichtweise und der Meinung, die man da dann angeblich vielleicht vertretet. Und auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die ja halt dann negative Resonanz äußern, die dann vielleicht auch beleidigend wirken, Buhjubel machen, da fühlt man sich vielleicht dann schlechter. Andere gehen dann auch so weit, vielleicht zu klagen, Inhalte auf den Plattformen zu melden, dass man vielleicht dann gesperrt wird, dass man finanziell nicht mehr gut aufgestellt ist, dass man das vielleicht auf den Arbeitgeber meldet und da einen Shitstorm verursacht und dann so die Leute zum Beispiel auch ruiniert. Und da muss man sich dann auch die Frage stellen, wie gehen halt dann die Leute damit um? Auch hier die Kinder, hat man das ihnen vielleicht auch erzählt, wenn du halt jetzt hier diesen Protest machst, wirst du vielleicht Gegenwind bekommen, weil es halt Leute gibt, die jetzt zum Beispiel nicht für die Bauernprotesten aus irgendwelchen Gründen auch sind. In der heutigen Zeit kann halt dieser Shitstorm oder diese negativen Auswirkungen dann solche Ausmaße annehmen, dass die Leute sich ja gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen. Damit gedroht wird, dass sie ihr Leben gar nicht mehr finanziert werden können oder dass halt dann Leute irgendwie an dir herausfinden, wo man wohnt und dann auf einmal Besuche abstatten oder auch mit Morddrohungen dann einhergehen. Sagen, okay, bevor ich irgendwas sage, einfach ja sagen und halt dann mit den Massen mitschwimmen, da habe ich ein schöneres Leben. Einige haben auch große Probleme mit den negativen Sachen umzugehen und werden dann auch depressiv oder vielleicht auch suizidgefährdet. Wenn ich euch jetzt frage, ihr seid für eine freie Demokratie, wo man seine Meinung frei äußern darf, das wird halt von den Leuten respektiert, ohne dass man da irgendwelche Restriktionen bekommt, zensiert wird, dann würden doch die meisten von euch zustimmen. Und genau in dem Punkt geht es ja auch. In diesem Zustand auch zu kommen, ist halt auch sehr wichtig, die ganzen notwendigen Informationen auch zu haben und die auch neutral präsentiert zu bekommen, ohne dass halt irgendwelche Interessen von anderen Leuten damit einschwingen oder irgendwelche Konflikte oder Glaubenssätze, die halt in Richtung Ideologie gehen, die halt dann Sachen einfach verwässern. Eine rege Diskussionskultur besteht auch einfach darin, dass man andere Sichtweisen, Meinungen von anderen Menschen einfach respektiert, akzeptiert und halt auch annimmt. Sich einfach auch selber fragen, okay, der steht jetzt an dem Standpunkt, der hat diese Information, vielleicht findet man noch ein paar Konflikte oder Überzeugungen raus, die halt auch mit einschwingen und sagen, okay, der ist jetzt zu dieser Meinung, zu dieser Sichtweise gekommen, aufgrund von diesen ganzen Aspekten kann ich ihm vielleicht diese Ängste, diese falschen Informationen oder diese Fehlinterpretationen, die er halt auch hat oder seine Konflikte auflösen und dann sagen, okay, da hast du vielleicht mal einen Punkt, den sehe ich nicht ganz so aufgrund von diesen und diesen Aspekten. Und wenn mir neue Sachen, Informationen präsentiert werden, dass ich halt nicht gleich sage, weil sie halt nicht in mein Weltbild passen, dass es gleich eine Verschwörungstheorie ist, Schwurbelei, sondern sich erstmal das neutral anschaut, okay, was ist denn überhaupt da dran, sich vielleicht mal kurz mit der Sache beschäftigt und dann sagt, nee, möchte ich nicht annehmen, ja, zu 40-50% gehe ich da mit, andere ist es vielleicht mehr unschlüssig oder man sagt einfach, ich kann damit nichts anfangen, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Stell dir einfach mal vor, du bist zu Gast bei mir und ich biete dir einfach mal höflich ein Glas Wasser an. So, jetzt kannst du entscheiden, ob du das Wasser annehmen möchtest oder nicht, kommt darauf an, ob du Durst hast oder nicht und dann auch, trinkst halt so viel, wie du halt möchtest. Wie viel Durst du hast, vielleicht trinkst du alles leer oder nur die Hälfte. Und das gleiche auch, wenn du neue Informationen zum Beispiel von diesem Video bekommst oder von einem Podcast oder von Büchern, die du auch liest. Du entscheidest ja natürlich, was du denn annehmen möchtest oder auch nicht. Was du vielleicht von deinem alten Glas Wasser rauswerfen möchtest oder auch nicht und was du halt Neues hinzufügst. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt mit den Leuten so vehement streiten. Beispiel bei mir mit den Videos, wenn ich halt Naturheilkunde kritisiere, was dann auch da zum Teil an Kommentare kommen oder auch bei den Bauernprotesten oder wenn ich halt mal an der Haselbewegung mal kritisiert habe oder dass Leute in Richtung Permakultur gibt es ja auch Menschen, die halt eine andere Sichtweise haben. Dann kommt es halt dazu, dass dann kommentiert wird und dann hier der Austausch stattfindet und dann jeder halt seine Sichtweise und seine Argumente auch auflöst und dann kann man dann entscheiden, okay, ist es jetzt was für mich oder auch nicht, lässt es halt auch einfach stehen und gut ist die Sache. Das ist alles nicht so einfach, wie jetzt hier so vorgestellt und wie gedacht ist. Das ist schon eine wahre Kunst, die Sachen halt neutral anzunehmen, so wie sie sind, ohne aus einer Erwartung, aus einem Glauben heraus oder irgendwie aus einer Notwendigkeit, weil man halt dann selbst halt davon profitiert, sondern okay, vielleicht hat er wirklich ganz neue Sichtweisen, eine ganz andere Welt, die er betrachtet, ganz andere Denkweisen. Wie komme ich ja jetzt damit klar? Oder sage ich einfach, das ist mir jetzt eigentlich alles egal. Bei mir ist eine kognitive Dissonanz entstanden, der redet nur Scheiße, schwurbelt rum, Verschwörungstheoretiker, Schlafschaffer oder sonst irgendwas. Nur weil
die Menschen vielleicht einen anderen Aspekt von der Thematik einnehmen oder denen halt vielleicht Informationen fehlen. Und einer der wenigen Menschen, bei denen das ziemlich gut funktioniert, ist bei meinem Vater. Und versteht mich nicht falsch, wir haben auch manchmal Situationen, ich und mein Vater, wo wir gegensätzliche Meinungen sind, sei es in der Politik, sei es in Bezug auf Gesundheit oder jetzt auch in dem Punkt mit den Bauernprotesten. Kann es dann mal wirklich passieren, dass wir uns dann 10 bis 15 Minuten irgendwie dann schon ein bisschen impulsiver austauschen, das auch lauter werden kann und ein rauer Ton dann entsteht. Und interessant ist halt, dass innerhalb von 10 bis 15 Minuten, wenn dann irgendeiner von uns ein Problem hat, ja, dann ist alles wieder irgendwie vergessen und so, ja, ich kann dir helfen, das Rohr auszumessen, ja, ich brauche deine Hilfe im Garten, alles kein Problem. Die Diskussion einfach mal zur Seite geschoben. Ich habe schon einige Leute kennengelernt, die sich als aufgewacht selbst erklärt haben, weil sie halt jetzt Sachen mal herausgefunden haben, wie der Mainstream zum Beispiel wirklich ist. Und die dann auf mich gestoßen bin mit meiner speziellen Ansicht der Rohkostreinigung, die jetzt auch nicht so weit selbst in der Rohkost verbreitet ist. Meine Mentalität zur Kampfkunst und Tai Chi, die da auch sehr viel mit einfließt. Dann der Aspekt mit der Permakultur, die halt auch für sehr viele, sagen wir mal, ungewöhnlich ist. Und auch meine spezielle spirituelle Sichtweise, die auch bei 99% der esoterischen Leute auch für sehr viel Wut erzeugen kann. Deshalb ist es manchmal sehr schwierig, mich in irgendwelchen Schubladen auch einzuordnen, und das ist halt wirklich sehr spannend bei meinem Vater zu sehen, dass er halt dann einfach die Sachen einfach in Ruhe lässt und sagt, okay, wir haben uns jetzt darüber ausgetauscht, haben eine andere Sichtweise, gut ist. Beispiel hier die Veganer, die auf Biegen und Brechen bei den Leuten versuchen wollen, dass sie weg vom Fleischkonsum wollen und denen halt dann das auch zum Teil sehr stark aufdringen und dann auch hier emotional ein schlechtes Gewissen einreden wollen. Und das könnte ich jetzt beispielsweise bei meinen Eltern machen. Es gab auch schon Leute, die mich dann aufgefordert haben, ich soll doch nicht so nett mit meinen Eltern reden, die essen doch noch Fleisch oder mindestens einmal in der Woche für Aufklärung sorgen, für Stress. Könnte ich natürlich machen, so jedes Mal darauf ansprechen, was sie da für Tierleid begehen, dass es moralisch verwerflich ist. Was bringt es mir letztlich? Ich habe das einmal bei meinen Eltern gemacht, sie nehmen das zur Kenntnis, ist gut, ist okay. Warum sollte ich jetzt da meine Energie noch weiter verschwenden? Die ganze Zeit für Unfrieden stiften, bis dann mein Vater die Schnauze voll und sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, verlass mein Haus. Gehen wir aus der Vergangenheit. Beispielsweise mein Vater, der in der Sowjetunion groß geworden ist, der dann in der Schule sich vehement an die Regeln halten wollte und dann der Direktor eine Regel mal umgehen wollte. Und mein Vater diese Umgehung der Regeln nicht akzeptiert und hat gesagt, dafür haben wir diese Regeln gemacht. Das nenne ich deutsches Blut. Deshalb der Direktor in seiner Autorität verletzt gefühlt hat, hätte mein Vater mit in seiner Jugendzeit, ich glaube 12 bis 14 war das, ins Gulag gesteckt, in Sibirien geschickt. Oder unsere deutsche Vergangenheit mit Sophie Scholl, die halt auch positiv zunächst der Hitlerjugend zugesandt war und auch hier die Privilegien und Vorzüge genoss, bis sie dann selbst erkannt hat, dass sie nichts die ganze Ideologie so super findet und angefangen hat mit der Weißen Rose und hier auch einen Protest gegen das NS-Regime gemacht hat und das auch sehr unschön für sie ausgegangen ist. Und mir braucht auch niemand in den Kommentaren jetzt danach erklären, dass die Kinder sowas nicht begreifen würden. Denen kann man solche Sachverhalte auch komplex erklären, muss man halt nur vereinfachen, hängt einfach nur davon ab, wie man das selbst verstanden hat und wie man das auch so runterbrechen kann, dass die Kids das auch gut verstehen können, weil die sind auch wie ein Schwamm. Es ist einzigartig, was die auch alles können, wenn man die halt auch die richtigen Werkzeuge mitgibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind von seiner Geburt an ein Piano hinstelle und der spielt die ganze Zeit, der hört nur diese klassische Musik und dann wird der auch mit 4, 5, 6 wahrscheinlich ziemlich gut Piano spielen können. Und nehmen halt Informationen und Handlungen von ihrem Umfeld auf. Von da ist es halt umso wichtiger, wenn wir Verantwortung für die Zukunft übernehmen wollen, was wir machen und welche Aussagen wir tätigen. Denn damit beeinflussen und formen wir auch das Leben unserer Kinder. Schreib mir auch gerne unten in die Kommentare, wie du zu der ganzen Sache stehst. Deine ehrliche Meinung natürlich. Bitte auch in einem respektvollen Umgang das Ganze, damit wir halt auch vielleicht eine Diskussion starten können und hier gemeinsam wachsen und uns weiterentwickeln können für ein friedvolles Leben.